Wenn wie hier die große Azubi- und Studienmesse stattfindet, bei der sich mehrere tausend Jugendliche über ihre berufliche Zukunft informieren, dann sind sie vor Ort. Manchmal sind sie auch Feuerwehr, Seelsorger oder auch Überbringer guter Nachrichten. Immer aber sind sie Ansprechpartner für gut 19.000 Handwerksbetriebe, deren Mitarbeiter und Lehrlinge im Norden von Rheinland-Pfalz. Die Ausbildungsberater der Handwerkskammer Koblenz begleiten Betriebe und Lehrlinge oft ein ganzes Ausbildungsleben. Doch wie sieht die Arbeit der Berater eigentlich aus? Wie tragen sie ganz konkret dazu bei, dass dem Handwerk nicht der Nachwuchs ausgeht? Michael Jungklaas, der Teamleiter der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz, berät zu allen Fragen rund um das Thema Ausbildung im Handwerk. Stefanie Schmitz, die Ausbildungsberaterin aus Cochem, kümmert sich um die passgenaue Vermittlung von Ausbildungsstellen. Und Jutta Michels, die Betriebsinhaberin, vertraut schon lange auf das Engagement und Know-how der Ausbildungsberater. Im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz, der zentralen Anlaufstelle der Ausbildungsberatung, laufen alle Fäden zusammen. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen berät hier Teamleiter Michael Jungklaas zu allen Fragen rund um das Thema Ausbildung im Handwerk. Anfang eventuell, wie ich dem das mal vorstellen, das wäre ja für den vielleicht ganz interessant. Die Themen, mit denen sich die Berater Tag für Tag befassen, sind vielfältig und reichen von der Akquise, Erfassung und Veröffentlichung freier Lehrstellen im Handwerk über die Begleitung während der Ausbildung und Coaching bis hin zur Organisation ausbildungsbegleitender Hilfen und Auslandspraktika. Unsere Aufgabe auch als Handwerkskammer ist es natürlich, den Betrieben zu helfen, Nachwuchs zu finden. Die Betriebe zu unterstützen, gerade die kleineren Betriebe, die haben keine Personalabteilung, die haben keine Rechtsabteilung, die ihnen da hilft. Das ist alles in Personalunion in der Regel der Chef und für den steht das alles kostenlos zur Verfügung. Die Beraterinnen und Berater sind überall dort zu finden, wo auch das Handwerk zu Hause ist. So gibt es in sämtlichen Landkreisen des nördlichen Rheinland-Pfalz Ansprechpartner der Ausbildungsberatung. Die Anfragen und Anliegen, aber auch die Unterstützungsangebote sind dabei so vielfältig wie das Handwerk selbst und offenbaren dabei so manche ganz persönliche Erfolgsgeschichte. Kann ein Betrieb überhaupt ausbilden? Was für Voraussetzungen muss er mitbringen? Was für eine Weiterbildung muss er vielleicht noch bei uns besuchen, um ausbilden zu dürfen? Ich hatte jetzt letztes Jahr ein ganz schönes Erlebnis, wo mich eine Mutter angerufen hat. Und hat sich bedankt, dass der junge Mann jetzt trotz aller Schwierigkeiten einen Ausbildungsplatz gefunden hat und jetzt erfolgreich nach dem Gesellenbrief auch übernommen worden ist in ein Arbeitsverhältnis. Und die waren damals so unglücklich, hatten noch gesagt, die Oma hat am Sterbebett gesagt, der Junge hat immer noch keine Lehrstelle und hat sich dann nochmal im Nachhinein bedankt, dass das gut funktioniert hat. Funktionieren, das tut es auch hier. In der Moselakademie in Cochem berät unter anderem Stefanie Schmitz ihre Handwerksbetriebe und Lehrlinge. Die Ausbildungsberaterin kümmert sich dabei speziell um die passgenaue Vermittlung von Ausbildungsplätzen. In Zeiten, in denen auch das Handwerk den Rückgang von Geburtenraten spürt und verstärkt auf der Suche nach dem passenden Lehrling ist, eine verantwortungsvolle Aufgabe. So ist der persönliche Kontakt mit den Betrieben und Auszubildenden denn auch besonders wichtig und muss immer wieder gepflegt werden, um Problemstellungen vorzubeugen oder Hilfestellungen zu leisten. Okay, perfekt, dann bis gleich. Tschüss. Wir fahren jetzt in den Außendienst, besuchen dort einen Ausbildungsbetrieb, schauen nach den Rechten, das bedeutet, wir schauen danach, ob es der Auszubildenden zur Fahrzeuglackiererin gut geht, ob sie irgendwelche Schwierigkeiten in der Schule hat oder ob sonst irgendwas anliegt. Man muss ein bisschen darauf achten, dass du da nicht so viel durchschleifst bei den Blechteilen. Bei Jutta Michels und ihrer Auszubildenden Vanessa läuft es gut. Dank der passgenauen Vermittlung und dem Engagement der Ausbildungsberatung konnte die selbstständige Karosserie- und Fahrzeugbauermeisterin sowie Meisterin im Fahrzeuglackiererhandwerk den noch offenstehenden Ausbildungsplatz zur Fahrzeuglackiererin doch noch mit einer passenden Bewerberin besetzen. Auf das Know-how und die Unterstützungsleistung der Ausbildungsberatung vertraut Jutta Michels schon lange. Und sie weiß, dass sie sich mit nahezu jeder Frage und jedem Problem an die Berater wenden kann. Perfekt, ja.
Wollen wir vielleicht ein bisschen ruhiger reden? Ja, gerne. Gut, da können wir uns besser unterhalten. Ja. Den Service der Ausbildungsberatung kann man eigentlich nur empfehlen, weil man sich mit jedem Problem oder jeder Fragestellung an die Handwerkskammer wenden kann. Das ist halt mal ein schulisches Problem oder ein logistisches Problem. Oder jetzt halt mal den Fall gehabt, minderjährige Schwangere Auszubildende, wo man gar nicht wusste, wie man da weitermacht. Oder im anderen Fall, dass wir Probleme hatten, mit denen wir uns an die Ausbildungsberaterin gewandt haben, die uns dann bei der Lösung geholfen haben. Wie läuft es denn bei euch? Meiner Meinung nach gut. Meiner Meinung nach auch. Ja? Probezeit habt ihr ja noch einen Monat. Ja. Bis jetzt 3 Monate da. Ja. Kannst ja so ein bisschen angucken, wie der Beruf des Fahrzeuglackierers ist. Ja. Lehrling Vanessa ist in ihrem Ausbildungsbetrieb angekommen. Beide, Betrieb und Lehrling, planen eine gemeinsame berufliche Zukunft. Im besten Fall sogar über die Ausbildung hinaus. Informationen zum umfangreichen Beratungsangebot der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz und zu den Ansprechpartnern in Ihrer Region gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de. Für die Ausbildungsberater wie Stefanie Schmidt sind es diese Erfolgsgeschichten, die sie in ihrer täglichen Arbeit bestätigen und anspornen. Tschüss, tschüss. Dann, ich selber freue mich natürlich, wenn ich den Betrieben helfen kann und auch merke, dass Auszubildende sich in ihrem neuen Betrieb wohlfühlen und dort gut untergekommen sind. Freut einen natürlich.